Ich fahre nochmal nach oben. Ich habe vergessen, was es da gab. Da war eine Stelle, wo ich, glaube ich, auch geworfen werden muss. Aber einmal wollte ich noch hier vorbeischauen. Da haben wir nämlich noch ein paar Kollegen zum Mitnehmen. Ah, okay. 8 mehr brauche ich noch. 7 mehr. Je nachdem, ob ich mit will oder nicht. Verstehe. Cool. Damit hätte sich dieses Mysterium auch geklärt. Dann kommt mal alle in den Fahrstuhl. Wir fahren hoch. Okay, unten gab es auf jeden Fall noch Leute. Dann müsste ich allerdings mein ganzes Team irgendwie mit dahin kriegen, damit die mich da hochwerfen können. Oder selber schlau genug werden. Aber da drüben gab es eine Stelle, wo ich rüberspringen konnte, wenn ich genügend Schwung habe. Und hier gibt es diesen Käfig. Den können wir doch jetzt wahrscheinlich runterschieben. Ja. Habt ihr was dagegen? Die Antwort ist nein. Gut, die sammeln wir gleich ein. Aber noch schnell auf die andere Seite. Weil das sollte doch jetzt sehr gut machbar sein hier. Nehmt mich mal hoch und dann. Hopp! Yeah! Oh. Oh ne, den können wir nicht mitnehmen. Der ist ja schon beschädigt. Hier ist kein Durchkommen. Ah, wir können ihn mitschleppen. Ah, gut, wir können auch den Toten da drauf werfen, ne? Gewicht ist Gewicht. Ja. Oh, makaber. Hey, die haben mich auch gefangen. Okay, 20 Leute brauchen wir noch. Was habe ich? 2, 4. Oh, bleibt mal gleichmäßig. Da kann ja kein Mensch mitzählen. Okay, ich hole mir mal die Leute aus dem Erdgeschoss und dann bleibt eigentlich nur noch eine Sektion. Ich die dann auch geknackt habe, dann haben wir genug. Wo seid ihr? Geht's euch gut? Seid ihr tot? Nee, euch geht's gut. Vermute, dass mir jetzt noch exakt 3 Leute fehlen. Beziehungsweise 4. Wenn ich nicht mit draufstehe. Wiegt das gerade nochmal nach? Genau, 3 fehlen noch. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das sind die aus dem Keller unten. Noch ein Rätsel zu. Moment, alle rein? Ja, jetzt, alles klar. Ein Rätsel zu lösen, bevor wir das hier erledigt haben. Das sollte doch jetzt echt kein Problem sein. So, also zunächst wollen wir das Ding wieder nach vorne ziehen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Zwar bis hierhin. So. Dann möchte ich mich hier hochwerfen lassen. Da kann ich ja leider niemand anderen mit hochwerfen lassen, ne? Nee. Die stehen jetzt einfach nur dumm da und schauen zu. Gut, dann kann man hier durch, um da oben drauf zu kommen. Könnt ihr jetzt irgendwie hoch zu mir? Nee,
Sieht nicht so aus. Das muss das alleine lösen. Kann ich die Leute irgendwie anders rüber schaffen? Ich wüsste nicht wie. So, und das Ding möchte man eigentlich am liebsten. Okay, ich habe noch ein paar Ideen. Ziehen wir mal hier dran. Und jetzt stellen wir die Kiste drunter. Aha! Okay, das hätte ich auch eben hinkriegen können. Aber ein bisschen Zeit verschwendet, das so zweimal zu probieren. Alles klar, die letzten drei. Super. Dann möchte ich auch euch gar nicht lange auf die Folter spannen und gehen wir einfach durch diese Tür durch. Ah, sehr schön, die haben Schutzhelme auf. Ist auch wichtig, weil man könnte ja irgendwo runterfallen oder was auf den Kopf kriegen. Da hilft der Helm. Ich habe auch einen auf. Nicht ganz so schön gelb wie eure. Okay, alle in den Fahrstuhl. Alle drin? Alle drin. Hinauf. Und dann auf die Waage. So, ihr bleibt genau da stehen. Habt ihr das verstanden? Genau da stehen bleiben. Hey, ist das wirklich verstanden? Wow, was hat mir meinen Helm da weggesappt? Und die Frage ist, bin ich an einem Safe-Punkt? Ich bin nicht an einem Safe-Punkt. Okay. Dann habe ich jetzt Angst. Ah gut, nach hinten ziehen bringt wahrscheinlich nichts. Ich muss das Ding schon vorwärts schieben. Oder ist das eine Kante da? Holy shit! What the hell? Die schießen auf die Brücke. Oh, da hinten ist mein Helm. Ich muss schneller den Hebel ziehen, ganz klar. Oh, komm, gib mir einen guten Safe-Punkt. Ja, okay, alles klar. Ich warte noch eine Runde ab. Okay, go, 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 go. Und in Deckung. Und go, 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 go. Wow. Oh, ich muss den Hebel nochmal umlegen. Das andere Ding ist runtergeklappt. Was ist hier los? Was ist hier eigentlich los? Das Teil anhalten, ne? Und das ist eine Leiter. Hm. Okay.
Macht das Sinn da oben? Vielleicht, ja. Das war der Knall, jetzt aber schnell. Nein, 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 oh. Holy shit. Und jetzt? Boah, ist das brutal. Ups. Also von der Leiter her reicht das gerade so. Ich denke nicht, dass ich nach oben komme, ohne dieses Teil zu benutzen als Deckung. Aber wenn ich erstmal oben bin, kann ich das Ding nicht mehr verstellen. Also wo kann ich mich verstecken? Nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn ich das Ding weiter drehen könnte, dann müsste ich aber irgendwie dafür sorgen, dass ich jetzt von hier aus weiterkomme. Ich versuche mal, das Teil da unten zu springen. Ich weiß noch nicht, was das ist und tut. Aber ich kann ja einfach mal versuchen, dran zu springen. Nein! Nein, 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 nein. Ich lasse das gerade mal ein paar Umdrehungen laufen, um zu gucken, ob ich da noch irgendwie was anderes stellen kann. Also idealerweise würde ich das Ding halt irgendwie hier anhalten. Dann wäre ich oben sicher, aber jetzt komme ich nicht mehr die Leiter hoch. Das reicht auf keinen Fall. Achso, vielleicht muss ich es tatsächlich laufen lassen. Okay, ich muss es ein bisschen früher anhalten. Ja, das macht Sinn. Ich muss es schon ungefähr hier anhalten. Ha! So, jetzt brauche ich ein bisschen Geschick. Jetzt wird die Sache eher schwierig. Okay, geschafft. Awesome. Zu früh. Oh, bitte, bitte hab hier einen Save-Punkt. Ja, danke schön. Das muss ich kurz vorher also auslösen. Geschafft. Das muss doch jetzt aber... Ja. Das sind alles Ladepunkte. Sehr gut.
Dann beende ich an der Stelle mal die aktuelle Aufnahme. Egal, ob das jetzt eine volle Folge war oder nicht. Vielleicht sehen wir uns gleich nach der Pause wieder. Vielleicht wird das eine kurze Folge. Aber ich habe für heute genug. Es ist fast Mitternacht. Ich gehe jetzt schlafen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und es kann auch schon weitergehen. Wir haben hier einen Hebel. Ich verstecke mich mal lieber. What? War ich nicht hinter der Wand? Warum sitzen die alle hier? Was haben die auf dem Kopf? Das macht mir Angst. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich bin hinter der Wand. Definitiv hinter der Wand. Und ich kann diese Wand ziehen. Das ist sehr gut. Oh je, die Armen. Irgendwas habe ich hier erreicht, ein leuchtendes Licht. Geht's weiter hier? Ja, es geht weiter. Oh, das habe ich befürchtet. So ähnlich habe ich mir das schon gedacht, als ich in dieses Loch hier gekommen bin. Okay, gleich noch einmal. Wow. Eine Sekunde, okay. Also wir müssen nach ganz vorne. Jetzt müssten wir eigentlich nur möglichst schnell rüber, oder? Das war wahrscheinlich schon zu langsam. Ja. Ich denke, auf der Rückseite muss das wieder hinter dieses gelbe Rohr. Das heißt, ich muss dann noch etwas mehr Schwung rüber. Ich kann es aber noch ein bisschen weiter vorne lassen, bevor ich los gehe. Und zack. Ja, das müsste doch reichen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Absolut. Wow. Okay. Das Teil da bietet Schutz nach unten. Hier komme ich nämlich nicht weiter. Ich kann nicht mehr weiter nach vorne schieben. Wow. Okay. Oh, verdammt, ist das hart. Okay, das war gutes Timing. Das war sehr gutes Timing. Die Musik wird auch immer lauter. Ist das hier immer noch? Nee, hier schießt nichts. Was ist denn das jetzt eigentlich gewesen, was hier die ganze Zeit auf uns geschossen hat? Irgendwie eine Druckwelle. Ah, hier kann ich einfach aufmachen, okay. Gut, soll ich jetzt den großen roten Knopf drücken? Ich weiß ja nicht. Soll ich es wirklich machen? Soll ich es wirklich machen? Vielleicht später.